Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 16. Juli 2020 mit einem spontanen Video für dich und zwar mit den Skatgarten, die heißgeliebten Reka Skatgarten für dich. Natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale dich begibst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Warum geht es heute? Es geht um diese starke Anziehungskraft. Vielleicht, was du auch spürst oder dein Gegenüber zu dir spürt, die Verliebtheit, ja. So, wir schauen die umliegende Karten und wir haben heute den, ja, wir haben heute den vierten Portaltag in diesem Zyklus. So, sehr gut, wir beginnen. Also es geht hier ein Stück weit darum, wie gesagt, diese Verliebtheit, diese Anziehungskraft, das Vertrauen in diese feste Partnerschaft, Urvertrauen oder aber auch Entwicklung und natürlich auch der Rückzug. Der Rückzug ist gut, denn aus dem Rückzug kannst du alles schön reflektieren, hast du Zeit für dich, deine Gedanken, deine Gefühle zu ordnen oder ihr beide auch. Also es wird hier gearbeitet, wie gesagt, an der Seelenpartnerschaft auch du. Also bei dir arbeitet das auch, nehme ich das so wahr. Und also unbewusst weißt du, dass es hier dein großer Glück ist. Was hier noch so ein bisschen das Ganze stagnieren lässt, das sind hier und da noch Verlustängste, die da sind. Verlustängste können ja unterschiedliche Natur sein und natürlich durch unterschiedliche Begebenheiten auch wachgerufen werden. Durch Spiegelungen im Außen. Und werden dir dann bestimmte Dinge getriggert, wo du sagst, wo du diese Verlustangst also wieder in dir spürst. Es geht um die Stabilität, um die eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden, in Selbstwert zu sein. Der Neuanfang ist noch ein Stück weit blockiert. Also ich denke, da braucht es noch einen Selbstwert, dass es hier eine Stabilität kommt. Denn hier ist diese große Liebe bereits da und heute haben wir den Tag in allumfassenden Liebe und verbinde dich auch wirklich mit dir, mit deinem Herzen und lass dieses Liebesgefühl in dir aufsteigen, auch zu allem, was ist, also zu der Natur, zu den Tieren, zu allem, was ist, versuche dich in diese Liebesschwingung zu begeben heute. Ja, nicht im Groll, nicht im Traurigkeit, sondern so wirklich von deinem Herzen diese große Liebe auch zu spüren. Ja, also eine erfolgreiche Kommunikation steht hier an. Erfolgreiche Kommunikation. Wir legen natürlich die Karten aus, was die Karten sagen. Und natürlich hast du noch die Möglichkeit, heute zu unserem Energieportalkreis zu kommen. Und heute Abend schließen sich die Tore, denn es ist wichtig, dass ihr also beide auch in diesem Wachstum seid. Natürlich ist der Preis auch dazu angepasst. Gut, ich kann schon im manche auch verstehen, dass die sagen, naja gut, es ist Urlaubszeit und
wegen dem Energieausgleich, aber jetzt auf jeden Fall 7-mal bist du mit deinem Seelenpartner dabei und also du kannst dir natürlich auch Prioritäten setzen. Was ist dir wichtig? Wie weit möchtest du denn in deinem Prozess weiterkommen? Und ich freue mich, wenn jetzt noch welche dabei kommen. Und vielleicht spürst du auch schon, dass wir am Sonntag einen Neumond haben, Neumond im Krebs und natürlich also am 20., wenn du jetzt in diesem Energiekreis dabei bist, dann wirst du natürlich auch diese Energie sehr deutlich auch wahrnehmen, auch mit dem Neumond genauso und dann profitierst du doppelt davon. Schau mal hier, dir geht es ganz gut, ich freue mich, also du bist hier oben, wie du siehst, also in deinem Gefühl und du schaust hier auf die Seelenpartnerschaft und das große Glück. Also die Verlustängste sind wirklich eine karmische Natur. Vielleicht auch aus dem früheren Leben hast du das so gespürt, also diese, ja, dass du auch vielleicht schon dein Gegenüber verloren hast, zum Beispiel. Oder irgendjemand anderen oder es werden dir durch bestimmte Ereignisse getriggert, diese Verlustangst, ja, und deswegen hast du vielleicht so ein bisschen Abwehrhaltung. Oft ist es auch so, dass man auch unbewusst etwas abwehrt und ziehst du dich so ein bisschen zurück, das Gefühl habe ich, komme aber in Vertrauen, dass es hier wirklich eine feste Verbindung geben kann. Und was ich jetzt hier noch sehe, ja, das ist also die Verantwortung noch zu übernehmen und die Bereitschaft dafür, dass man dazu steht, da ist noch bei dir, da bedarf noch so ein bisschen bei dir noch etwas Wachstum, soweit ich sehe, aber die Seelenpartnerenergie, da schaust du schon hinaus, also fühle in dich hinein über die Tage jetzt auch, was es mit dir macht. Was es mit dir diese Portaltage machen, es sind sehr hoch die Energien und ja, du wirst dich auf jeden Fall entwickeln. Schau mal hier, dein Gegenüber ist noch so schon noch in seinem Kopf, denn er ist noch unentschlossen oder unentschlossen vielleicht nicht, aber zögerlich. Das symbolisiert auch hier die Karte, wenn man so sehr zögerlich, sehr langsam nach vorne geht und was ich jetzt hier sehe, wie gesagt, die Spiritualität und auch wieder immer wieder diese Zurückhaltung. Allerdings, er kommt immer mehr in seine weibliche Intuition an, er kommt immer mehr bei sich selber an. Und unbewusst, also unbewusst ist die Kommunikation mit Erfolg da bei ihm. Also das ist schon sehr, sehr positiv. Wir schauen jetzt deine Seite an, also es geht hier wirklich ein Stück weit darum, dein Selbstwert, da hast du auch nur so ein bisschen Störungen, Verzeihung oder gekränkt irgendwie, hast du noch irgendwie noch ein Thema mit deinem Selbstwert oder nein, noch nicht mal mit Selbstwert, sondern mit Annehmen, wenn dir was geschenkt wird, wie kannst du das annehmen? Deine, bist du es dir denn überhaupt wert? So, das sind so die Fragen. Es gibt wirklich viele Menschen, wo du ihnen ein Geschenk machst und die können das nicht annehmen. Da bekommst du 10 Sachen zurückgeschenkt, weil die das auch irgendwie gut machen wollen. Und das ist dann auch, vielleicht fühlt man sich nicht in der eigene Selbstwert oder nicht würdig, etwas zu bekommen, was Großes jetzt für dich und da ist noch so eine Blockade drin und übe dich daran. Also wenn dich jemand wertschätzt oder wenn dir jemand etwas sagt, du siehst gut aus oder bekommst ein Kompliment, dann sagst du ja, danke schön und sagst du nicht, nein, das habe ich für 2,99 Euro gekauft im Sonderangebot. Also das sind so Themen, also ich wollte dir auch ein Beispiel nennen, dass du das lernst, dass du es dir wirklich wert bist. Und wenn jemand dich wertschätzt, nehme es an. Und du kannst dich auch selber wertschätzen, indem du nur das Beste für dich gönnst, nur das Beste, egal, dass du das lebst, was dir Freude macht, dass du natürlich auch für dich
nichts zu schade ist, dass du dich an erste Stelle stellst, da bist du ja hier schon bereits, da kannst du noch so ein bisschen daran arbeiten, damit das Ganze in eine Stabilität kommt. Ich sehe hier, die große Liebe ist da. Also es hat ja hier auch so ein bisschen gekränkelt zwischen euch. Also ganz viele Tränen, Traurigkeit mit dem Neuanfang. Aber du arbeitest ja auch an dir. Ich sehe schon, auch an deinem Vertrauen arbeitest du. Und auch an deinem Wachstum. Also das ist auch was Altes, dass du wirklich lernst, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. So, dein Gegenüber, Heilung der Gefühle im Außen, starke Verliebtsein, Anziehungskraft und die männliche Kraft, das ist gut. Die männliche Kraft bedeutet, dass man mutig ist, dass man sich traut, bestimmte Dinge auszusprechen, machen, dass man also wirklich in seine Kraft ist und in seine Begeisterung, dass man bestimmte Dinge auch angeht und dran bleibt, also auch der Ausdauer, denn er fühlt diese Verbundenheit und Nähe zu dir, die telepathische Verbindung. Und was er noch fühlt, ist auch also diese Bewusstwerdung, die Lebensfreude, und er ist sehr gewachsen durch dich, ne? So, wir schauen deine Schicksalslinie. Bei dir ist in der Schicksalslinie steht die Spiritualität, die Bewusstwerdung und natürlich dein Selbstwert und ein Stück weit auch dein gesunder Egoismus. Es ist halt auch wichtig, dass du dich wirklich an erste Stelle stellst. Bei ihm ist halt die männliche Kraft, die große Liebe, das große Glück heute. Und also die Anziehungskraft und der Arbeit. Also er arbeitet auch an sich und das finde ich schon mal großartig. Ich habe mich heute inspirieren lassen. Ich zähle die Karten heute mal aus. So, und du kommst aus dem Bild, Nanu. So, wir schauen mal, wie das aussieht bei euch. Also du bist jetzt nun nicht mehr da, also dann bekommt dein Gegenüber zwei Karten. Dann auf die Spiritualität eine, auf das große Glück, auf die Seelenpartnerschaft. Auf die große Liebe, auf die feste Partnerschaft. Jetzt ist die Kommunikation noch gar nicht da. Auf den Neuanfang, ja? Beginnen wir mit deinem Herzensmenschen. Also karmische Verlustängste noch bei ihm da. Also du kannst ihn wirklich energetisch unterstützen und dadurch kommt er immer mehr in diese sanfte Energie. Und auch in diese Liebesenergie, in diese Liebesschwingung. Also die Spiritualität ist für ihn halt, die Intuition wird sich viel besser entfalten. Also ich sage, ich liebe das Kartenlegen, aber im Grunde beim Kartenlegen passiert ja auch gar nichts. Also ich kann dir jetzt
die Karten legen. Du bekommst natürlich Gewissheit, aber das heißt ja jetzt noch nicht, dass da was passiert. Also viel mehr darüber hinaus ist, wenn du dann halt die mediale Beratung buchst, weil wir dann auch energetisch in so Themen reingehen können, die Energie fließen lassen können, bestimmte Blockaden auflösen können oder halt mit Energiearbeit, weil dann entwickelt sich das und löst sich das. Große Liebe, oh, für dich. Die große Liebe ist, also du bist die große Liebe oder du empfindest diese große Liebe. Also der Neuanfang, ja, also ist das angekommen sein, zu Hause sein, also das ist der Neuanfang. Also eine total positive und schöne Energie. Und also wie du siehst, also hier bei dem Vertrauen in diese feste Partnerschaft kommt die freudige Überraschung und die Lebensfreude, das große Glück, ja, ist noch so ein bisschen, also, ja, ist noch nicht festgelegt, ist noch so ein bisschen, ja, im Geheimen, im Verborgenen, ja, also die Seelenpartnerschaft, ja, es wird kommuniziert, also es geht in der nächste Stufe, finde ich großartig. Und ich möchte gerne das Ganze mit ein paar Klärungskarten ergänzen. Ich habe hier von Chuck Spezzano, das sind, ich weiß gar nicht, welche Karten das sind, also auf jeden Fall. Die unteren sind so die Schattenthemen und die oberen Stoppkarten der Partnerschaft. Ja, genau, Karten der Partnerschaft. So, wir fragen für dich um 7 Karten, was du tun kannst heute, wo du hinschauen sollst, was dein Gegenüber tun kann, hinschauen soll und wie wird sich das dann dadurch verändern. So. Ja gut, das sind jetzt einige Karten mehr dabei, aber ich denke immer, das soll dann so sein. So, und bei deinem Gegenüber, was zeigt sich denn hier? So, da fangen wir an. Also was euch beide, also Schattenthemen heute verbinden, die Ausreden. Ich kann jetzt nicht, aber weil und warum und weswegen. Also beide schiebt ihr hier irgendwelche Ausreden vor und das ist schon mal nicht so gut. Ja, also man kann immer eine Ausrede finden. Ja, deswegen nicht oder deswegen nicht. So, schau mal, bei dir geht es um die Kompensation. Vielleicht kompensierst du auch irgendwie deine Emotionen oder Gefühle durch Arbeiten, durch Ablenkung, durch was weiß ich. Also alles Mögliche. Also ich denke aber eher arbeiten. Wenn jetzt Emotionen bei dir hochkommen, dann lenkst du ab und dann arbeitest du. Und dann sollst du auch das Thema anschauen, deine Selbstsucht. Jetzt kann man das natürlich von beiden Seiten betrachten. Entweder bist du zu sehr in diese Selbstsucht, nimmst du dich zu sehr wichtig oder solltest du vielleicht dich wichtiger nehmen, in diese Selbstsucht kommen. Vielleicht solltest du das. Und schau mal dieses abwehrendes Verhalten an. Also bist du denn in diese Abwehrhaltung oder ist dir jemand so in diese abwehrendes Verhalten, kommt er auf dich zu?
Also das sind auch nochmal so Schattenthemen bei dir heute. Und das sind vielleicht so diese Familienmuster, die du noch in dir trägst. Und ja, das Verrat kommt hier noch und das spielt auch eine Rolle. Also du fühlst dich irgendwo verraten oder hast du das Gefühl, du könntest jemand verraten. Also fühl mal in dich hinein, also Verrat spielt eine Rolle und die Forderungen spielen eine Rolle. Oh Gott, also dieses Bild, ne, hierher. Oh wei, also schau das mal an, in welchen Lebenssituationen hast du noch dieses Verhalten in deinem Leben. Ja, und dann der Schmerz des heiligen Feuers. Ja, also was bedeutet das? Schmerz des heiligen Feuers. Ja, also du empfindest vielleicht auch heute verstärkt auch Schmerzen, aber sei dir dessen bewusst, dass da viele Dinge dann in der Heilung gehen. Denn, schau mal hier, du hast hier wirklich eine Trauma auch erlitten. Ja, also das sind Traumen, also Traumatas, die hochkommen bei dir, die Traumatas. Und, also es geht auch ein Stück weit hier um den Machtkampf. Wie du siehst, Machtkampf, Stück weit in dem Leben. Ich weiß jetzt nicht, mit deinem Gegenüber oder auf unbewusster Ebene, also den Machtkampf. Jetzt schauen wir mal die Schattenthemen deines Gegenübers. Also die Aufopferung. Die Aufopferung ist da, spielt eine große Rolle. So wie das Schwelgen. Also dein Gegenüber schwelgt noch in den Gefühlen für dich. Und hat auch das Gefühl, dass da irgendwie eine Verschwörung da ist, also wird festgehalten, also siehst du, also möchte gern zu dir, wird aber festgehalten hier von einem dunklen Gestalt, ja, und das ist so eine Verschwörung und es zeigen sich hier auch noch ein Stück weit die Rollen, die Masken. Die Rollen und die Masken und es geht auch darum, sind noch viele dunkle Geschichten, die auch immer wieder hochkommen noch bei deinem Gegenüber von dem Unterbewusstsein und es kommt hier, man fühlt sich ausgeschlossen, ja, also dieses ausgeschlossen sein, nicht gut genug sein, ausgeschlossen sein. Und es geht auch darum, man hat hier eine schwere, schwere Last zu tragen, schwere Bürde und die ödipale Verschwörung. Also wie du siehst, also normalerweise, also ich lese das jetzt, weil ich das gar nicht weiß, was das heißt, müsste ich nachlesen. Habe ich das Buch überhaupt hier? Ich glaube schon. Aber, also so laut Bilder gesehen, also siehst du, auf jeden Fall ist da noch ein Kind, der hier noch den Vater irgendwie anbettelt. Und also er wäre am liebsten bei ihr. Nein, ich lese es nach. Ich lese es nach einer Sekunde. So, tatsächlich ist das Buch da, 75, was bedeutet das denn überhaupt? So, Ödipal, was diese Karte bedeutet, diese Karte weist dich darauf hin, dass es noch unerledigte Geschäfte aus deiner Herkunftsfamilie gibt, die deinen gegenwärtigen Beziehung aus dem Gleichgewicht werfen. Achte zuerst darauf, welchen Symptom der ödipalen Verschwörung in deiner Beziehung in Erscheinung tritt und sprich mit deinem Partner darüber. Geh auf ihn zu. Das ist der einzige erfolgreiche Weg, weil auf diese Verschwörung nur ein Hindernis des Egos ist. Frage dich intuitiv, wie viele ödipale Verschwörungen du hast und lass sie dann alle los. Verpflichte dich deinem Partner und verpflichte dich dem Gleichheit.
das hat die Macht, dich zu befreien und über den Sumpf hinauszubringen, in dem die ödipale Verschwörung dich gegenwärtig verstecken lässt. Also ich habe ein bisschen nachgelesen, da sind noch also Familienthemen bei deinem Gegenüber. So, und jetzt fragen wir die Karten für dich. Was kannst du tun, dass es hier besser wird oder sich positiv verändert in deinem Leben? Acht Karten, sehr gut. Und das Gegenüber. Deine Gaben geben, also für euch beide, ihr sollt eure Gaben geben, also das Beste und das Schönste, also dein reines Herz, deine Liebe, deine, ja, alles was du Positives an dir hast, was du wirklich in deiner Seele hast, gib das dem anderen, deine Gaben geben, das verbindet euch. Also für dich geht es darum, dass du dich hingibst. Also Hingabe, Lernen, Eigenverantwortung. Also natürlich ist dein Seelenpartner für dich gekommen, damit du lernst aus bestimmten Situationen, gib dich hin, übernimm deine also Eigenverantwortung zu übernehmen, so für dein Leben. Und das wird auch die Geschichte der wahren Liebe für dich sein. Und es kommen wieder die Gaben. Du hast hier ganz besondere Gaben. Also soweit ich das sehe, schau mal, ganz viel Empathie. Doch hier einen weißen Taube, weiße Taube auch mit der Friedensgabe, so also eine sehr, sehr schöne, positive Energie. Und verstehe deinen Gegenüber, also das Verstehen, also das finde ich das Bild sehr schön mit den verschiedenen Augen. Also sehe dein Gegenüber mit seinen Augen oder umgekehrt, ja, um das zu verstehen, warum das so ist. Und du sollst auch teilen und es kommt dann auch ein schöner Überraschung auf dich zu. Also du sollst auf jeden Fall teilen. So, für das Gegenüber zulassen, dass er geliebt wird, ja, dass er das zulässt. Und also die Attraktivität, also entweder findet er dich attraktiv oder findet er sich selber attraktiv. Also auf jeden Fall geht es darum, also in dieses Gefühl der Freiheit hineinzugehen. Und ja, also dich vielleicht oder dieses Gefühl auch in sich selber integrieren. Und auch diesen Trost annehmen. Also Trost ist ja schön. Also Trost ist immer was Heilendes. Und auch Partner sein. Denn dann wird man belohnt. Also die Belohnung. Und da kommt die Berichtigung. Ja, so eine Möglichkeit nochmal. Etwas zu berichtigen. So, das ist der Portaltag Legung heute für dich. Und ich ziehe natürlich eine Herzkarte aus dem Kartendeck Liebesorakel. Amos Botschaften, was sagt sein Herz für dich? Und, ja, und was sagt dein Herz für ihn? So, was euch verbindet, ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden, der Schleier wird sich bald lüften und natürlich du, dein Herz liebt ihn, also ich liebe dich und er sagt zu dir,
Ja, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen einfach Zeit. Also er bittet dich noch um Zeit. Und dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Also es wird schon weitergehen, aber es braucht noch etwas Zeit. Ich hoffe, du konntest das annehmen und bist du mit in Resonanz gegangen. Natürlich, wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like und umso mehr natürlich, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist und mit mir gemeinsam die Karten mischst. Wenn du noch bei dem Energiekreis, Portalkreis dabei sein möchtest, heute Abend das letzte Mal hast du die Möglichkeit, dich dazu anzumelden und dann schließen sich die Tore für die Portalkreis-Energie. Also, ich sende dir jetzt ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.